Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update bei meinem Zweitdepot, nämlich bei meinem Scalable Capital Depot. Vorab sei natürlich wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist wenn dann meine persönliche Meinung. Und falls ihr in Aktien, ETFs oder sonst was investieren möchtet, dann informiert euch bitte immer selbst und investiert nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder sonstiges benötigt. Ja, ich schaue heute zum ersten Mal wieder in mein Depot hier. Und ja, ich bespaß ja monatlich mit 105 Euro, insgesamt 3 ETFs. Falls ihr die alten Videos noch nicht gesehen habt, dann schaut gerne vorbei. Ich habe das Depot jetzt ungefähr seit einem Jahr, ein bisschen weniger. Können wir gleich aber auch nochmal sehen natürlich. Und ja, wir gucken uns jetzt mal an, wie dieses Depot so läuft, wo ich eben nur ETFs bespare. Vorab sei auch noch gesagt, falls ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr euch natürlich ein Depot eröffnen unter den unten stehenden Links, entweder in der Infobox oder im angepinnten Kommentar. Damit würdet ihr mich extrem unterstützen. Ja, aber jetzt fangen wir erstmal an und gucken uns mein Depot hier an. Bei Scalable, wir sehen heute erstmal 17,51 Euro minus gemacht. Heute war ja generell ein Tag, der zum Vergessen war, beziehungsweise eher gestern. Ich nehme das Video, wie ihr oben links sehen könnt, ja um 0.37 Uhr auf. Also ist heute schon der 10. Juni sozusagen. Ja, die EZB hat bekannt gegeben, dass die Leitzinsen beispielsweise erhöht werden und sonst, ja, lief eben nicht sonderlich gut. Die letzte Woche auch hier, wir sehen es, es gab so ein paar Ups and Downs, also immer mal wieder gestiegen, dann wieder gesunken. Ja, insgesamt die Woche 9,29 Euro minus gemacht, der Monat 7,64 Euro, ist noch nicht ganz so schlimm wie hier Ende Mai, wo das Depot oder wo ich mit meinem Depot hier bei ca. 51,44 Euro im Minus war. Das war natürlich echt schon heftig. Gucken wir uns die letzten 3 Monate an. Da bin ich 33,84 Euro im Minus. Die letzten 6 Monate sogar 144,19 Euro. Also wir sehen, dass es hier eigentlich kontinuierlich nach unten ging, außer im März. Da ist es einmal wieder so ein bisschen gestiegen, aber letztlich dann doch nochmal ordentlich nach unten gegangen. Ja, das letzte Jahr 122,42 Euro im Minus. Wir sehen auch hier, genau, hier habe ich ungefähr angefangen. Anfang Juli war es. Also bin ich jetzt 11 Monate ungefähr hier dabei. Es ist sehr schön angestiegen. Hier im November super, fast 40 Euro im Plus gewesen. Aber dann vor allen Dingen in diesem Jahr natürlich ordentlich eben gesunken. Und so stehe ich jetzt insgesamt, wie gesagt, bei 122,42 Euro. Und das ist gleichzeitig natürlich dann auch die maximale Historie, die es hier in meinem Depot gibt. Gucken wir uns die einzelnen Performances mal an. Zunächst die erste Position hier, der MSCI Emerging Markets. Gehen wir hier mal durch, bespare ich monatlich mit 20 Euro. Ja, die Woche lief nicht gut, 1,81% minus gemacht, der Monat dafür ein kleines Plus von 4,6%, die letzten 6 Monate 8,72% im Minus und das letzte Jahr hier auch 8,72% im Minus. Und insgesamt bin ich hier jetzt 25,90 Euro seit Kauf im Minus, entspricht 6,91%. Habe 12 gehaltene Anteile und ja, wie gesagt, bespare ihn monatlich mit 20 Euro. Ja, ist natürlich blöd, dass es hier Minus ist, aber ich betrachte das Ganze langfristig und da bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Dann der Robotics and AI. Der letzte Tag lief nicht so gut, auch die letzte Woche hier rote Zahlen, der letzte Monat dafür umso besser, 5,18% im Plus. Die letzten 6 Monate sehen hier sehr schlecht aus und das letzte Jahr hier auch 14,83% im Minus. Insgesamt hier schon ordentlich im Minus mit 18,67% oder 78,36 Euro.
und den bespare ich monatlich hier mit 35 Euro und werde das auch weiterhin so lassen. Ja, fast 13 gehaltene Anteile, 12,916 und ja, mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Dann die größte Position sozusagen oder den ETF, den ich mit am höchsten bespare, der MSCI Emerge Market, sage ich schon, der MSCI World. Monatlich bespare ich den mit 50 Euro. Wir sehen, der letzte Tag war nicht so gut. Auch die letzte Woche ein Minus von 2,59%. Der Monat dafür ein kleines Plus. Letzte 6 Monate ja 8,1 im Minus. Und das letzte Jahr nichtsdestotrotz eigentlich fast die ganze Zeit grün gewesen. 5,67% oder 4,19 Euro im Plus. Und hier bin ich auch im Minus, nämlich 3,9% oder 18,10 Euro. Ja, ich halte hier 5,7 Anteile quasi und bespare monatlich mit 50 Euro, sodass ich hier insgesamt die ganzen drei ETFs mit 105 Euro monatlich bespare. Könnte sein, dass ich das vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres höher setze. Also momentan spare ich noch für eine andere Sache. Deswegen fällt das hier leider nicht so hoch aus, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, zum Ende des Jahres hin das Ganze zu erhöhen. Ja, das war es auch schon von dem Update. Wie gesagt, sieht auf jeden Fall nicht sonderlich gut aus. Ist natürlich echt schade, aber da kann man nichts machen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr ETFs besitzt und falls ja, welche ihr besitzt. Ansonsten, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video seht und wir hören uns.